Hi Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Video, diesmal mit einer neuen Rubrik, damit ich auch noch ein bisschen mehr zu tun habe. Die Rubrik heißt Truppenparade und ja, ich habe sie aus dem White Dwarf geklaut. In diesem Video zeige ich euch meine Truppen, größtenteils auch wie ich sie angemalt habe und so weiter. Und ja, wir fangen an mit den Nachtgoblin-Bogenschützen, das sind 10 Stück, 2 Fünferreihen. Sie sind nicht regelkonform, weil bei Nachtgoblins ist die Truppengröße 20 plus. Aber die hatte ich halt noch übrig und ich hatte keinen Bock, einen großen 30er Block zu machen. Habe ich halt nochmal 10 Nachtgoblins gemacht und ja, 2 Nachtgoblin Bogenschützen. Sie haben keinen Anführer, keinen Standardträger und auch keinen Musiker. Sind einfach nur 10 Bogenschützen. So sehen sie von hinten aus. In der Truppe gibt es eigentlich 2 verschiedene Arten, also 2. Die im Bogen eben verschieden halten. Da hole ich mal 2 raus. Hier und der hier, weil er so schön aussieht, weil er gerade so zielt. Und ja, es gibt einmal den hier. Der hat seinen Bogen und die Pfeile in der Hand. Und es gibt den hier, der ist halt gerade am Pfeil einspannen bzw. schießen. Bemalt habe ich das Ganze einmal schwarz grundiert mit. Das könnt ihr meinetwegen mit Undercoat Black oder Chaos Black machen, aber ich habe dazu einfach nur irgendein Schwarz genommen, weil das tut's auch. Das Rot hier ist Match Right Red. Altes Farbsystem ist es, glaube ich, noch. Der Pfeil, das Holz am Pfeil ist, wie hieß das Braun? Calvin Brown, glaube ich. Dann der Pfeil, die Feder am Pfeil, der Schaft am Bogen, also da, wo der anfasst, dieser Stoff da dran. Und hier oben die kleine Schnur, mit der die Pfeilspitze befestigt ist, die sind mit Bleached Bone angemalt. Und die Pfeilspitze, die, wie man hoffentlich erkennen kann, silber ist, die ist mit Chainmail angemalt. Das Ganze wurde geshaded mit Agrax Earth, Agrax Earth Shade heißt es, glaube ich, im neuen Farbsystem. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Leider. Und die Haut ist Knarlock Green. Die Zähne sind wieder Bleached Bone, aber nicht geshadet. Und die Augen sind auch Meteorite Red. Ja, das war's zu dieser Truppe. Ich werde auch gleich sofort noch ein zweites Video machen zu größeren Truppen und so weiter. Und wieder dasselbe wie immer. Abonnieren nicht vergessen. Ist. Kommt bald noch ein Battle Report, ja. Der ist in Arbeit. Und viel Spaß mit den Videos, die noch kommen werden. Und ich sag bis dahin schon mal Tschüssi.